Hallo ihr Lieben, ich grüße euch hier ganz herzlich für das Liebesreading für diese Woche von Cosmic Matrix und zwar vom Datum 15. bis 21. Oktober 2018. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder schön, dass du reinschaust. Ich habe hier so einiges aufgebaut und das werde ich gleich erklären. Bevor ich anfange, möchte ich noch ein paar Termine in eigener Sache erwähnen. Genau, da wir jetzt einen Workshop haben und nächste Woche findet ein Heilabend statt. Genau, da möchte ich jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. Also, nächsten Dienstag am 23. Oktober habe ich noch freie Plätze hier in München um 20 Uhr, dass du teilnehmen kannst am Heilabend, wo wir dich mit einer sehr hochfrequenten Energie verbinden und du Themen deiner Wahl transformieren kannst. Wir arbeiten da eher in einer kleinen Gruppe in meiner Praxis und das ist sehr intensiv meistens und du bekommst eine schöne Meditation. Also wenn du Lust hast, einfach schreib mir eine E-Mail. Es ist noch Platz für dich da. Dann möchte ich ankündigen, dass ich im November einen Matrix-Energie-Heilkreis gründe. Ein Matrix-Heilkreis, wo du teilnehmen kannst. Und das wird es jetzt einmal im Monat geben. Ich werde mit 3 Tagen beginnen, immer von Montag bis Mittwoch. Und du brauchst einfach nur Zeit zwischen 19 und 21 Uhr, so circa eine Viertelstunde bis 20 Minuten, wo du dich ruhig hinlegst und die Energie empfängst. Und du kannst da ganz einfach dabei sein, wenn du mir eine E-Mail schreibst und dann bekommst du meine Kontodaten. Das Thema vom nächsten Heilkreis ist, ich sage erstmal, wann es losgeht. Am 12. November geht's los. 12. bis 14. November, Montag bis Mittwoch, 19 bis 21 Uhr. Das Thema des nächsten Heilkreises oder des ersten Heilkreises, ich habe schon mal vor einiger Zeit etwas gemacht, in dieser Richtung, aber jetzt mit YouTube sozusagen ist es hier der erste Heilkreis. Und das Thema wird sein, dass du mit der göttlichen Kraft in dir noch stabiler verbunden wirst, mit der fünfdimensionalen Energie der bedingungslosen Liebe eingeschwungen wirst, verbunden wirst und auch, dass deine ganzen Chakren geklärt und gereinigt werden mit Erzengel Metatron. Das heißt, Blockaden, die da drin sitzen, können in dieser Gruppenenergie-Anwendung nochmal gelöst werden, dass du wirklich mehr Energie verspürst, deine geistige Anwendung mehr hören kannst, mehr geführt wirst von innen. Zugleich wird sich in dir mehr Frieden einstellen können, da ich hier mit der Sphinx arbeite. Ich habe halt da auch einfach Karten draufgezogen, wer kommt, wer führt mich, wer führt euch, welche Energien wollen kommen. Und da kam das Weisheitsportal der Sphinx, das praktisch dich mit einer höheren Weisheit verbindet, mit dieser fünfdimensionalen Energie und auch mit dem aufgestiegenen Aspekt des Mars. Das heißt, der Mars ist ja für das Kämpferische, Kriegerische und der aufgestiegene Aspekt ist, wo du weise handelst, wo du mehr in Frieden kommst, wo du überlegst, wann es sich lohnt, wie zu agieren und zu kommunizieren. Du wirst auch mehr Einheit in dir dadurch erlangen können. Dann kommt noch die Information zum inneren Heiligtum und der Gnade, dass du wieder komplett Ja sagst zum Leben, also rausgehen kannst aus der inneren Anklage, aus dem Leiden, dich wirklich wieder groß fühlst, auch da in Frieden bekommst und dieses Ja sagen kannst. Diese Energien werden wir da dabei haben und auch, dass du noch mehr befreit wirst und immer in deinen Zellen und in deinem Geist mit Gott verbunden bist. Das werden die Themen des ersten Heilkreises sein. Ich werde jetzt ja bis dahin noch ein paar Videos machen und nochmal darüber reden. Sollten sich vorneweg noch Infos einstellen dazu, werde ich natürlich darüber auch hier mal sprechen. Und ich freue mich, alle begrüßen zu dürfen, die da mitmachen. Und bin schon ganz gespannt, wie das für euch ankommt und was ihr dann natürlich hinterher berichtet, was passiert. Ja, das ist immer das Spannende daran, wie ihr persönlich weiterkommt und in mehr Frieden findet und in eure Kraft reinkommt. Gut, dann haben wir noch nach diesem Heilkreis einen Visionen-Workshop am 25.
November. Hier in München an einem Sonntag von 14 bis 18.30 Uhr. Da kannst du, wenn du vor Ort sein kannst, uns gern besuchen. Wir werden gemeinsam ein Vision Board erstellen und auch eine ganz wunderbare Meditation machen, wo du aus deinem Herzensraum deine Wünsche kreieren, manifestieren kannst. Also, dass der Kopf wirklich im Hintergrund ist und du einfach aus deinem Herzraum heraus gestalten kannst. Genau, aber das hat jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Ich werde es halt immer mal erwähnen. Ihr Lieben, ich freue mich, aber du kannst dich natürlich vorneweg jetzt trotzdem schon anmelden und dir einen Platz sichern. Beim Vision Board arbeite ich auch eher in einer kleineren Gruppe. Ja, dann danke ich für die Feedbacks, die schon gekommen sind zum Video von gestern. Vielen Dank, freut mich, dass es für euch so gepasst hat. Und ihr könnt natürlich weiterhin fleißig kommentieren und auch unter diesem Video hier könnt ihr kommentieren. Ich bin total gespannt, was hier in der Liebe passiert. Jetzt erkläre ich mal, was ich aufgebaut habe. Hier oben wie immer die übergeordnete Energie, die gilt halt für alle, die zusehen. Dann gibt es hier drei Auswahlmöglichkeiten, wie du siehst, links, Mitte, rechts. Und das ist immer hier oben für den, der zusieht, also für dich. Egal, ob du männlich oder weiblich bist, der Zuschauer liegt hier oben und hier unten gegenüber liegt dein Partner, dein Gegenüber. Für mich spielt es keine Rolle, in welcher Beziehungskonstellation du bist. Wichtig für dich ist nur, dass du dich auf diesen Partner oder die Partnerin, um die es geht, beziehst. Solltest du mehrere haben, dann nimmst du hier unten zwei Stapel und wählst die für dich. Und wenn du da noch einen Moment Zeit brauchst, hältst du das Video einfach an. Ob du irgendwie in welcher Art Ausrichtung du lebst, wie du Sexualität lebst, das ist mir auch egal. Es ist hier einfach wichtig, diese Energie, die sich hier von der geistigen Welt hier zeigt, die Liebe, die du hast, deine Seele ist wichtig. Damit arbeite ich hier. Und auch wenn ich Einzellegungen mache, wurde ich jetzt neulich nochmal gefragt, ja, kann man auch legen zwischen mir und meinem Partner? Natürlich, also ich lege auch zwischen dem Partner und dir und was liegt dazwischen, was blockiert den Fluss, welche Engel begleiten euch, was sagt die geistige Welt, was hilft euch oder was hilft euch auch nicht weiter. Solche Legungen mache ich natürlich auch. Ja, hier mache ich natürlich so ein allgemeines Reading mit drei Auswahlmöglichkeiten, was auch viele Menschen sozusagen passen darf. Und wenn du mich individuell buchst, dann kann ich natürlich genau auf dich schauen, auf dich und auf deinen Partner und dann bekomme ich auch genau die Infos für dich und deinen Partner durch und genau die individuellen Sätze für euch, die nur für euch stimmen. Also da wurde ich jetzt nochmal gefragt. Ich habe das nicht so oft in Form von einem Video, diese Einzelreadings, aber das ist das, was ich de facto am meisten gebucht werde, dass ich schaue, zwischen zwei Partnern zu schauen, was ist da los, woran liegt, wann kann es weitergehen, was blockt, was ist förderlich, was ist nicht förderlich. Genau, das wollte ich auch nochmal vorneweg sagen. Genau, das kannst du natürlich auch bei mir buchen. Ihr Lieben, also, ich zeige nochmal die Steine. Links habe ich Malachit, dann habe ich hier den Rhodonit in der Mitte und hier haben wir den Mokait. Wir haben alles mit It, merke ich gerade. Malachit, Rhodonit, Mokait. Okay, dann dazwischen kannst du auswählen. Ich habe hier an der Seite noch Karten, die ziehe ich dann nachher drüber, die lege ich dann so zwischen euch. Das sind diese Engel-Symbole. Und alle Karten findest du unterm Video, alle Links, alle Hinweise zur Veranstaltung. Genau. Und ich werde noch eine Facebook-Gruppe gründen für diesen Matrix-Heilkreis. Die wird dann auch demnächst ins Leben gerufen werden. Ihr Lieben, dann starten wir mal. Lange schon vorneweg geredet. Dann geht's mal los. Ich lade dich ein, zu dieser kleinen Meditation mitzumachen, wenn du sagst, du hast das Bauchgefühl, die Anbindung ist zacki da, dann brauchst du das natürlich nicht machen. Aber für alle, die eine Minute sich spüren wollen und einfach atmen wollen, kannst du dich jetzt gerne aufrecht hinsetzen. Schließ gern deine Augen, atme ganz tief ein, so tief wie es geht. Und löse beim Ausatmen die Schultern. Ja, richte dich schön auf. Arme und Beine bitte parallel machen. Verbinde dich nach unten hin zur Erde. Und lass dich tragen, nähren aus der Tiefe.
Und dann kannst du gern dein Herzraum in der Mitte spüren, dass du dein Herz öffnest für die Liebe zu dir, die Liebe für die Welt und die Liebe für alles, was ist. Nach oben kannst du dich öffnen zum Himmel. Indem du auch schön aufrecht sitzt. Ja, wenn du möchtest, kannst du hier, wenn du noch ein paar Mal tief atmest, gern deinen Engel rufen, deine geistige Führung bitten zu kommen oder dein Einhorn, dein Drachen, dein Krafttier, wer auch immer dich führt. Bitte sie ganz nahe zu kommen. Vielleicht kommen auch alle auf einmal. Dann ist der Raum voll. Und genau, bitte gerne um Unterstützung, du kennst es ja schon, um Führung und lausche nach innen, ob links, Mitte oder rechts deine Information enthält für diese Woche, für die Liebe. Ich berühre mal die Klangschale und du kannst einfach dich mal mit deinem Engel oder wer auch immer gekommen ist, wohlfühlen und ja, lauschen, was da kommt. Ich berühre die Schale. Dann atme gerne noch mal tief ein. Und beim Ausatmen kannst du ganz langsam die Augen auf einen Punkt natürlich sich richten lassen, wo der Blick einfach hinfällt. Und da ist deine Auswahl. Vielleicht hast du aber auch was gehört vorher. Dann bleib dabei. Ja, genau. Entscheid dich, das ist deins. Genau, dann würde ich jetzt beginnen, die Karten für dich zu lesen. Beginnen wir mal mit der übergeordneten Energie für uns alle. Okay, wer begleitet uns hier von diesen Lichtbegleitern? Hier heißt es, beschenke dich mal wieder. Sie strebt hier nach oben und greift hier nach den Sternen. Du darfst dich beschenken, also ein bisschen Genuss, dass du dich auch ausrichtest nach dem, was dir wirklich gut tut. Also in die Fülle, ins Fülle-Denken gehen bekomme ich hier. Vielleicht ein bisschen Spa, ein bisschen Wellness, ein bisschen Sport. Also, dass du dir das gibst, was dir gut tut. Und wenn du sehr, sehr viel arbeitest, dass du dir auch Pausen gönnst oder dir mal ja, etwas schenkst, ein Kleidungsstück oder... Also, ich bin jetzt nicht für den Konsum, sondern einfach etwas, was dir Freude macht. Also, Konsum ist auch okay, wenn man nur arbeitet, das Geld anhäuft, dann... Ja, dann schenk dir doch was Schönes. Vielleicht einen Ring oder eine Kette selbst schenken. Was tut dir gut? Überleg mal in dieser Woche, ob du dir vielleicht ein, ich weiß nicht, möchtest du essen gehen, möchtest du ins Café gehen, möchtest du was mit Freunden machen? Was tut dir gut? Das kommt. Wir haben auch heute die Karten fürs innere Kind dabei. Vielleicht darf es auch was mit Spaß und Freude sein. Und hier kommt diese Elfe hier. Die sagt, es ist wichtig, dass du dich nochmal klar entscheidest. Ja, ich kriege hier auch wirklich dieses Ja zu dir, dieses Ja zur Freude. Und also nicht wogegen entscheiden, sondern für was entscheidest du dich. Kann natürlich auch sein, dass die einen oder anderen sagen, das und das brauche ich jetzt nicht mehr. Oder ich entscheide mich für Klarheit und Ordnung und dann entscheide ich mich natürlich, was brauche ich jetzt nicht mehr. Das kannst du jetzt zum Beispiel jobmäßig aussortieren, im Freundeskreis aussortieren oder wie viel Kontakt möchte ich zu anderen Menschen oder möchte ich gerade mehr bei mir bleiben. Entscheide dich klar und mach das, was dir gut tut. Und vielleicht ist das, wo du dich sozusagen entscheidest, auch ein Geschenk für dich. Vielleicht ist das etwas, was du dir schon ganz lange wünschst, wo du dich nicht getraut hast, in diese Selbstliebe zu gehen, diese Entscheidung zu treffen, ja. Vielleicht hast du dir gesagt, ach nein, das geht noch ein bisschen, das muss ich noch nicht erneuern.
Vielleicht kennst du das, dass du dann so, ich weiß jetzt nicht, wie das Wort heißt, dass du, heißt es altruistisch, wo du praktisch sehr bescheiden bist und einfach, wo darfst du dir jetzt was Gutes tun? Was tut dir wirklich gut? Entscheide dich dafür. Und ich bin mir sicher, du wirst da auch geführt. Und es hat auch mit der Selbstliebe zu tun, dass du diese Entscheidung jetzt triffst. Ja? Dann schauen wir mal hier von den schamanischen Karten, was da kommt. Vielleicht kommt da auch noch mal ein Hinweis. Hier kommt das Thema Freundschaft auch. Ja, spannend. Suche Rat bei deinen Verbündeten. Sehr spannend hier. Die Ritter der Tafelrunde sind hier lauter Tiere. Hier haben wir ganz viel Krafttiere. Hier haben wir Eule, Fledermaus, Eidechse, Hasen, Wolf, Katze. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ein kleiner Biber oder so. Und hier haben wir noch einen Engel dabei. Und hier haben wir noch einen Troll. Sehr süß, die Karte. Also Freundschaft. Es ist nochmal wichtig zu schauen, wer begleitet dich auch. Also ich bekomme beides. Einmal wirklich die physischen Menschen, mit denen du dich umgibst. Vielleicht sind da viele Energiesauger dabei. Nörgler, Jammerer, also ich habe jetzt nichts gegen Mitgefühl, wenn es Budenfreunden nicht schlecht geht, das meine ich jetzt nicht, sondern wirklich Menschen, die dir permanent auf den Keks gehen und wo du eigentlich hinterher immer wie dich wie ausgelutscht fühlst. Schau da einfach nochmal und entscheide dich dafür, das einfach zu cutten aus Selbstliebe, ja, oder Menschen, die immer ein Drama machen oder. Weiß ich nicht. Du wirst das wissen. Du kannst da aussortieren und du hast sehr viel geistige Führung. Also die sitzen ja hier alle um den Tisch versammelt. Und du bist auch, wenn du da zwei, drei Menschen aussortierst, deswegen nicht einsam, sondern lausche eher auf deine innere Führung, wo es jetzt schon lange überfällig ist, wo du schon 100.000 Zugeständnisse gemacht hast, 100.000 Mal noch ein Auge zugedrückt hast und einfach, es passt nicht mehr. Also da geh wirklich in die Selbstliebe, entscheide dich für dich. Und mach da Razzi, Putzi, Karl, alles weg, was nicht passt. Dass du wirst mehr Kraft haben, du wirst klarer bei dir sein können. Und das ist ja auch für dich, für deinen Energiehaushalt sehr, sehr wichtig hier, dass du Entscheidungen triffst, die dir gut tun, ja. Kann vielleicht auch im gesundheitlichen Bereich reingehen, dass sich das echt schwächt und dass du einfach dich dann besser erholen kannst, besseren Schlaf hast, wenn du dir das nicht reinziehst, ne? Vielleicht sind es auch manchmal Familienmitglieder, wo schwierig sind. Schau einfach, was es ist und du darfst dich auch abgrenzen, ja? Sag einfach ja zu dir und zu deinem persönlichen Weg und geh in deine Authentizität. Auch wenn da jemand wegfällt, bist du ja nicht allein. Du bist sehr unterstützt und da kannst du auch anderen authentischen Menschen mehr die Tür öffnen, wenn du anfängst, authentisch zu sein. Ja, einige von euch sind hier super authentisch, weiß ich. Und trotzdem gibt es auch noch viele, die sehr, sehr very nice, sehr nett sind. Und genau. Dann schauen wir mal den Engel an, der kommt. Ah, hier haben wir auch einen Engel, der hier scheinbar für Pärchen zuständig ist. Hier haben wir ein Pärchen im Hintergrund. Engel Donkel. Den werde ich nachsehen für euch. Der ist blau. Das ist ein Wasserengel, schätze ich mal. Ich werde dem jetzt nachschlagen. Und Nummer 6. Engel Dunkel. Haben wir gefunden. Ich zeige ihn euch nochmal. Und da hinten steht ja ein Pärchen. Die Dame hat einen weißen Schleier um. Das ist der Engel für Liebe und Romantik. Er arbeitet sowohl für Männer wie für Frauen. Ja, können ja alle romantisch auch sein. Ne? Und er wird immer von dem angerufen, der sozusagen meistens rufen Männer diesen Engel in der Regel, die sich eine gute Frau wünschen. Und man sieht ja hier, die Frau hat einen weißen Schleier um, sie ist rein sozusagen. Und ich schau mal, was jetzt ist, wenn wir diesen Engel bekommen. Er sagt, du darfst ein bisschen flexibler sein mit den Menschen, die dich lieben, die sich um dich sorgen. Es geht auch um die Liebe zu dir selbst, um. Ah, Moment, jetzt es sind hier so viele Wörter.
Du sollst das Leben einfach nehmen, wie es kommt. Also flexibel bleiben, nicht so starr auf etwas fixiert sein, keine rigiden alten Verhaltensweisen sozusagen haben, die so festgefahren sind, sondern ja, einfach das Leben wieder nehmen, wie es kommt und auch wirklich die Liebe ausdrücken, die du fühlst. Also könnte sich jetzt hier auch mehr an die männlichen Geschlechter richten, dass man auch wirklich so authentisch ist und wenn man sich romantisch fühlt, dass man es auch ausdrücken darf. Oder auch die Frauen, die schon lange warten und in Rückzüge gehen, machen sich ja auch zu und machen sich auch close, also dicht. Und dass du da wieder weicher wirst und mehr ins Fließen kommst und alles wieder mehr im Flow ist, dass du praktisch dein Partner in romantischen Dingen, den du, ja, deinen guten Partner anziehen kannst. Da hilft dir Engel Dunkel. Ja, super. Und es hat auch mit Kommunikation zu tun. Er ist ja hier auch blau gekleidet und mit deinen Gefühlen, dass du da auch authentisch bist. Sehr, sehr spannend. Ja, das Thema mit vielen Freundschaften und vielleicht Beziehungen, die im Off sind, wo du dann keinen Kontakt zum Liebespartner hast. Vielleicht hängst du dann aber mit der Freundin ab, die dir vielleicht nicht gut tut. Das kommt mir jetzt hier auch. Vielleicht ist das angenehmer, als sozusagen allein zu Hause zu sitzen und da nochmal zu gucken, was will ich denn eigentlich wirklich, ne? Da nochmal auszusortieren und zu spüren, hey, auch wenn ich jetzt nichts mache mit dem oder der, bin ich trotzdem in meiner Anbindung und in meiner Kraft mehr, wenn ich allein bin. Also ich bin jetzt nicht hier Fan von sei allein, aber prüfe die Menschen einfach, ja, die dich umgeben. Okay, also keine falschen Freunde länger treffen. Dann haben wir noch von Lemurien eine Botschaft. Kraft und Inspiration kommt zu dir, also du kriegst auch die Kraft, Dinge durchzusetzen, du kriegst auch Ideen vom Göttlichen jetzt runter, die dir sagen, wie du Dinge neu strukturieren kannst, neu ins Handeln gehen kannst, wie du wieder weicher werden kannst, also du wirst inspiriert und du kriegst auch tatsächlich Kraft zu handeln, für Neustart, also oder für neues Auftreten, für eine neue Art zu fühlen, du wirst inspiriert, vielleicht durch Träume, vielleicht durch deine innere Führung, also da kommt richtig innerlich wieder so ein Leuchten rein, wo, ja, wo du einfach weißt, da geht's hin, da ist jetzt mein Weg. Also da seid ihr ganz schön auch gerade im Wandel, habe ich das Gefühl, auch wirklich noch mehr authentisch zu werden, also oder zu sein oder durchzuhalten mit deinem authentisch Sein, wenn du schon bist. Hier haben wir noch ein Engelsymbol für uns. Mal schauen, welcher Engel kommt. Der Engel für Verantwortungsbewusstsein. Wow, das passt auch gut, oder? Das ist super. Ich bin mir meiner Verantwortung in Liebe bewusst, ja. Wow. Dass wir natürlich auch, ja, selbst natürlich auch Verantwortung tragen für Dinge, die passieren oder nicht passieren, dass wir keine Opferlämmer sind, sondern dass wir auch natürlich alles geben dürfen. Das war auch heute die Tagesbotschaft, dass du in einer Sache wirklich am Ball bleibst, ob es jetzt beruflich oder liebestechnisch ist, wirklich am Ball bleibst, dich einsetzt, wirklich 100% gibst und dich nicht, ich sage immer so, vertrullerst, die Energie zerstreust, sondern ausgerichtet bleibst und klar bleibst und eher schaust, welche Freunde unterstützen mich denn in meiner Klarheit und in meiner Authentizität? Welche können mich da nach vorne bringen und tun mir wirklich gut? Genau, und da kannst du auch nochmal sagen, ich übernehme da wirklich jetzt Verantwortung für mich. Nicht so, ach ja, das passiert mir halt so, die sind halt so da, soll ich denn machen? Das ist Quatsch, du kannst immer wählen, ja? Entscheide dich wirklich klar für dich und mach dir keinen Kopf, was andere Leute denken. Ja, gehe deinen Weg, in deinem Leben geht es um dich. Okay, gut, dann fange ich jetzt mit den Einzelbotschaften an. Hier haben wir den Malachit. Kommen wir jetzt zu dir. Schauen wir mal, was Erzengel Gabriel für eine Botschaft hat für dich. Passt gut. Bleibe dir selber treu, ja? Stay true to yourself. Also bleib dir wirklich treu. Sprech, was in dir ist. Handel auch so. Bring es nach außen. Du wirst dich gut fühlen, ja? Und
Versuch, deine Ideen nicht zu verwässern, heißt es hier. Also mach keine Kompromisse, keine faulen Kompromisse, ja? Und höre deiner inneren Stimme zu. Du wirst wirklich stark geführt werden und du kriegst auch die Kraft, vielleicht etwas zu tun, was du noch nie getan hast. Dich abzugrenzen, vielleicht gehst du nicht ans Telefon oder du bist in der Firma nicht immer bereit, noch mehr Arbeit zu übernehmen. Habe ich auch ganz viele Klienten, die ganz lieb sind und ganz nett sind und von allen was auf den Tisch gelegt bekommen. Frag dich doch mal, warum andere nach Hause gehen können und dir das da hinlegen können oder warum andere krank feiern und dir das geben. Ob das so sein muss. Und dann sei ehrlich zu dir selber und wenn du sagst, das reicht dir, dann kannst du diesen Shift innerlich machen und Nein sagen und beginnen, was auch immer jetzt für ein Thema ist. Das war jetzt ein Beispiel. Einfach, wenn du sagst, ich ändere das jetzt, dann kannst du das ändern und du wirst diese göttliche Kraft, diese Power, etwas durchzuziehen, bekommen. Ja? Du musst dazu nicht irgendwie um dich schlagen und gemein sein, sondern einfach nur sehr klar wie ein Strahl. Ja, gut. Dann haben wir einen Seelenschmetterling für dich. Achtsamkeit ist wichtig. Mein bewusstes Erleben im Hier und Jetzt ist meine beste Führung. Wow, das passt hier auch sehr, sehr gut. Ja, denn das Denken darüber, was passiert, wenn du das tust, da bist du ja schon im Übermorgen oder in einem Jahr oder sonst was. Was passiert, wenn ich Nein sage zu meinem Chef? Was passiert, wenn ich wirklich sage in Liebesdingen, was ich will? Was denkt dann der andere? Was sagt er dann? Was sagt die? Was sagen die Nachbarn? Bla, bla, bla. Also sage ich jetzt extra bla, bla. Bleib im Jetzt, wenn deine innere Stimme sagt, lass die blöde Kuh da stehen und geh weiter und hör dir das nicht zum tausendsten Mal an, dann gehst du einfach weiter und mach dir keinen Kopf, was passiert. Einfach mehr ins Fühlen gehen, in diese Power im Jetzt. Du hast nur im Jetzt die Power. Also, und das kommt durch Spüren, durchs achtsam Sein im Jetzt. Und du wirst staunen, wie leicht es geht, das einfach mit einer bewussten Entscheidung zu verbinden. Du kannst das und du wirst es jetzt hinbekommen, neu zu handeln. Und es braucht dein inneres Ja dazu. Für die Liebe, vielleicht bezieht es sich aber auch auf Beziehungsthemen, das musst du jetzt wissen. Ich sage jetzt mehr Arbeitsthemen, aber es kann sich natürlich auch um Liebesthemen drehen, wo man auch authentisch ist. Das wirst du spüren, wir schauen mal, was kommt. Es ist wichtig, sich gegenseitig kennenzulernen. Indem ihr euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung, ja? Das heißt, jeder muss sich selber erstmal kennen oder jeder darf sich kennen. Ja, wenn ich immer sehr freundlich bin und versuche, in allererster Linie meinem Partner zu entsprechen oder meiner Partnerin, wie soll dein Gegenüber wissen, wer du wirklich bist? Wie sollst denn du das dann selber wissen? Und ich denke, auch jeder, sei er noch so authentisch, hat Anteile, die einem entgehen, wo man auch trotzdem Zugeständnisse macht. Und trotzdem, ich meine, man soll ja auch nicht so krass durch die Welt rennen, dass man stellt sich ja auch aufeinander ein. Das meine ich jetzt ja auch nicht. Aber ich will nur, dass du wirklich nochmal hinschaust und dich noch besser kennenlernst. Wie willst du wirklich als Mann oder Frau leben? Wie stellst du dir Beziehung wirklich vor? Wie willst du Intimität wirklich erleben? Wie willst du Sexualität, Sinnlichkeit, Lust erleben? Lern das erstmal kennen in dir. Ja, auch wenn du sagst, ja, ich hatte Ehe, ich hatte das, ich kenne mich doch. Vielleicht darfst du dich trotzdem noch mehr kennenlernen und noch tiefer schauen und noch mehr dich entkonditionieren und schauen, ob du vielleicht immer Rollen gespielt hast. Das bekomme ich jetzt hier auch. Ja, steig wirklich aus den Rollen aus. Wir sind hier in einem ganz wunderbaren Aufstiegsprozess, wo wir immer mehr in unseren wahren Kern kommen. Und es kann sein, dass du feststellst, dass du in manchen Sachen 180 Grad anders bist, als du bisher von dir dachtest. Und es kann auch schön sein. Das kann ja eine Überraschung sein, eine positive. Lass es wie ein Abenteuer angehen. Denk nicht so viel drüber nach, sondern spür einfach, was ist in mir und da darf ich dem Raum geben, ja? Darf es da sein? Übernehm Verantwortung für die Sachen, die da sind, ja? Und nicht für andere im Außen, sondern für dich. Dann haben wir hier eine Karte fürs innere Kind sozusagen. Das spielt ja auch immer mit, ne?
Listen closely and you'll hear messages. Also höre wirklich nach innen und du wirst die Botschaften hören, die deine Engel dir sagen. Ja, es ist ganz wichtig und manche von euch haben sich vielleicht auch schon sehr früh von dieser inneren Stimme abgeschnitten. Aus musste man, ja. War als Kind wichtig, dass man halt dem Außen entsprochen hat. Komme jetzt wieder zurück zu deiner wahren Natur. Ja, höre wieder. Wer bist du denn? Und vielleicht hat dich, ich sage das jetzt echt so, das alles total angekotzt und du hast dir das nie eingestanden. Dann mach mal Tabula Rasa und entscheide dich mal wirklich für dich. Ja, also genau, ich krieg das jetzt so. Ja, ich habe jetzt noch andere Wörter wie dem Chef in den Arsch kriechen gehört oder sonst was, zu übernett sein. Ich weiß nicht, kommt jetzt noch so. Also wirklich, geh in deine Kraft. Und ich kann es dir sagen, ich kenne es auch aus dem Berufsleben. Andere Leute, die einfach, wie soll ich sagen, ihr Ding machen, kommen immer weiter. Und die Menschen, die meistens sehr nett sind, ja, das ist so eine Sache mit dem Weiterkommen. Ja, achte dich selbst und man wird dir Achtung entgegenbringen. Okay, und du wirst auch Botschaften hören, an welcher Stelle und dieser Shift jetzt kommen darf. Dann schauen wir mal bei deinem Gegenüber rein. Ja, was da ist, bin ich jetzt gespannt. Und ich bin auch gespannt, ob ihr Resonanz dazu habt. Bitte schreibt es drunter, wenn die Wörter so durchkommen durch mich, wundere ich mich auch. Aber ich kenne euch nicht persönlich. Ich freue mich, wenn ihr mir das kommentiert, ob es Sinn macht. Ja? Dann haben wir hier für dein Gegenüber eine Botschaft. Romantische Liebe. Okay, also haben wir hier auch den Engel Dunkel für Romantik. Also mir scheint, dass dein Gegenüber wirklich in Romantik, in romantischen Gedanken an dich zerfließt. Ja, möchte mit dir sein, sie oder er, würde gern Zeit mit dir verbringen und hat so richtig romantische Anflüge. Also die Gefühle, die kochen so, ja, fließen, es ist schön, überhäuft den Menschen, den du liebst, mit deiner Aufmerksamkeit und Zuneigung, sagt diese Karte. Also es ist vielleicht ein Ratschlag, vielleicht traut dein Gegenüber sich das nicht so. Wäre gut, es wirklich zu zeigen, wenn sich's innerlich so anfühlt. Und vielleicht ist es auch dieses, dass du in diese Gradlinigkeit gehst, in dieses Zack, da bin ich, so bin ich, nimm mich so. Dass das auch dich interessant macht. Dass dein Gegenüber dann so sagt, so, oh mein Gott, ich will sie. Ja, das kriege ich jetzt hier. Das ist ja immer so ein Spiel, so ein Gegenspiel. Also, dein Gegenüber wird ganz verrückt nach dir, wenn du in deine Authentizität reingehst. Ja, möchte dich haben, er schmachtet nach dir. So, dann schauen wir die nächste Karte an. Aber was auch noch mit reinspielt, sind Abhängigkeiten. Abhängigkeiten, auch Angst, dich zu verlieren vielleicht, Angst, wirklich gesehen zu werden, wie man ist. Man fühlt sich vielleicht auch klein und vielleicht ist man auch verunsichert schnell. Dein Partner möchte aber lernen, wie man aufeinander zugehen kann, wie man locker sein kann, wie man auch im Selbstvertrauen sein kann. Da ist dein Gegenüber auch, also hier, man möchte auch Verantwortung mehr übernehmen für die Gefühle, für die eigene Entwicklung auch. Also man ist aber noch so ein bisschen wankelmütig oder man fühlt sich manchmal nicht so stark. Und Abhängigkeiten sehe ich jetzt hier nicht unbedingt in Form von Süchten, sondern man hat halt noch Unsicherheiten, man hat Ängste. Und man schaut viel auf den Partner, was tut der, was tut der nicht. Und dann ist man auch schnell verunsichert, ja. Also wenn du jetzt in so eine Kraft reinkommst und dein Gegenüber vielleicht noch ein bisschen an einem anderen Punkt ist, könnte dein Gegenüber natürlich auch erstmal so natürlich mit einem begeisternden Auge zuschauen und mit einem anderen Auge so, oh, was geht denn ab, was passiert denn hier, ja, erstmal so ein bisschen unsicher sein. Also vielleicht zeigt dein Gegenüber diese Unsicherheiten nicht. Vielleicht werden sie auch durch Artsüchte überdeckt, durch ich habe keine Zeit oder viel zu tun oder man lenkt sich irgendwie ab. Aber ich will nur, dass du weißt, es strömt hin zu dir das Herz. Man möchte romantisch sein, aber innen drin ist noch Unsicherheit. Das spüre ich hier sehr stark.
Also, die Begeisterung ist schon groß in deine Richtung. Ich habe jetzt hier nur drei Karten auf der unteren Linie. Aber es kommt ja noch ein verbindender Engel rein. Dann haben wir für die Liebe noch Flirt. Also, wow, einmal Romantik, einmal Flirt. Der Dunkel ist ja hier aber gut am Arbeiten bei euch beiden. Sehr gut. Lass andere an deiner unbeschwerten Energie teilhaben. Ja, also, dass die Abhängigkeit hier immer mehr rausgeht, man sich selbst vertraut. Und vielleicht ist es auch dein neues Auftreten, ja, dein, gut, ich zeige mich, wie ich bin. Ich rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich traue mich das jetzt einfach und ich denke vielleicht nicht darüber nach, was passiert, wenn ich das sage. Ob ich meinen Partner verschrecke, du, ich mag dies oder das mag ich eigentlich gar nicht, wenn du mich so küsst oder nicht so küsst oder also was auch immer mal ihr für Gespräche führt. Vielleicht hast du so ein paar Sachen offenbart und die findet dein Gegenüber, glaube ich, gut. Oder du wirst es noch tun. Du wirst dann mehr in dieses, ich denke jetzt nicht so viel nach, ich bin im Moment und zeig mich, wie ich bin. Also, dass ihr euch wirklich besser kennenlernt. Und das wird dein Gegenüber sehr spannend finden an dir. Ja, sehr, sehr spannend. Also, ich weiß nicht, in welcher Art Konstellation ihr beiden seid, ob einer da noch nicht frei ist oder so. Ich kriege jetzt hier nicht zwingend einen anderen Partner rein, eher so persönliche Unsicherheiten. Und genau, du musst das immer auf deine Situation umlegen, also für dich interpretieren. Ich lege euch jetzt noch hier einen Engel drauf, der zwischen euch beiden arbeiten darf, sozusagen. Und den ich bitte, ja, dass es gut fließt. Schauen wir mal, welcher kommt. Die lassen sich halt nur ein bisschen blöd mischen hier. So, ist ja nicht so einfach mit den Herzkarten. So, dann ziehen wir mal eine. Dim, dim, dim. Da. Okay. Der Engel für Glauben und Vertrauen kommt bei euch. Ach, das passt doch auch, ne? Ich glaube und vertraue darauf, dass alles in meinem Leben seinen Sinn und seine Berechtigung hat. Sehr, sehr gut. Super. Also der hilft euch beiden, mehr an sich zu glauben, mehr in die eigene Kraft zu gehen, vielleicht das auch ein bisschen lockerer zu nehmen, nicht so viel im Kopf zu sein, mehr im Moment und auch ehrlich zu sprechen, was das Herzchen sagen will oder was die Sinnlichkeit sagen will oder ja, was du brauchst, was du nicht brauchst, ne? Dass ihr beide mehr an euch glaubt und auch der Situation mehr vertraut. Dieser Engel wird jetzt hier zwischen euch das alles mal ins Fließen bringen. Sehr gut. Dann kommen wir zum nächsten. Ich freue mich über Feedback, wie gesagt. Kannst du drunter kommentieren? Beim Rhodonit. Schauen wir mal, was bei dir für eine Engel. Also, der Erzengel Gabriel kommt zu dir mit der Botschaft Inspiration. Also, du hast zweimal die göttliche Inspiration. Also, du wirst diese Woche wirklich wunderbare Ideen haben. Vielleicht kriegst du ganz gute Ideen, wie man eine Sache auch noch betrachten kann, wie man auch noch an eine Sache herangehen kann oder ja, was man mit der Kommunikation mal ausprobieren kann, ein anderes Auftreten. Also du wirst wirklich sehr inspiriert, ja. Und das alles ist göttlich geführt, was jetzt in dich kommt. Achte wirklich drauf und setz das wirklich um, was kommt. Also wenn du jetzt irgendwie ein Gefühl hast, da so und so zu handeln, aufzutreten, zu agieren, dann trau dich wirklich. Das kommt von oben, von Gott für dich. Und es wird auch viel Kraft dabei sein. Und das Ganze, wird dich mehr zum Ziel bringen, ja. Welches Ziel du gerade anfokussierst für dich persönlich, ne? Weiß ja nicht, ob ihr in einem Off seid, wo ihr steht, wie lange ihr zusammen seid, was passiert ist. Aber lausch einfach, was kommt von innen, was fühlt sich so richtig stark von deiner Seele als Zug an, wo du sagst, das ist jetzt richtig und vielleicht hast du es noch nie gemacht. Oder ihr habt eine Idee oder du hast eine Idee, was könnt ihr zusammen machen? Ja, vielleicht irgendwas Tolles zusammen ausprobieren. Vielleicht irgendeinen Kurs zusammen besuchen, irgendwas Verrücktes zusammen machen.
ja, was auch immer dir für eine Inspiration kommt, irgendwo zusammen hinfahren oder du kriegst irgendeine Idee, auch nach irgendeinem Bild von dir irgendwo reinzustellen in WhatsApp oder Facebook, was auch eine Botschaft enthält, eine klare Message. Ja, irgendwie dein Auftreten. Du wirst das spüren, wenn das kommt, ja. Und das kann bei jedem ein bisschen was anderes sein, aber du wirst mehr in dein Ja zu dir kommen, in dein für dich strahlen. Das spüre ich hier. Der Seelenschmetterling sagt, dein Selbstwert ist derzeit am Heilen, ja. Ich spüre bewusst, welche Menschen, Orte und Situationen mich nähren und mir Energie geben. Ja, lausch darauf, wo du sein willst, mit wem du sein willst. Also es ist nochmal eine Bestätigung, dass es wirklich hier um Menschen geht, die wirklich dir Energie abziehen und Orte vielleicht, die dir Kraft geben. Dass du wirklich lauscht, wo will ich hin, wo möchte ich sein oder mit wie vielen Menschen möchte ich sein. Und das tut dir sehr gut derzeit, ne? Und wenn es auch sein kann, dass, wie soll ich sagen, du einen Rückzug als heilsam empfindest, dann ist das auch so, wenn das sich richtig stark und gut anfühlt, ne? Lausche einfach nach innen und vielleicht möchtest du noch mal bei Freundschaften was aussortieren. Ja, und vielleicht traust du es dich jetzt einfach. Dann haben wir für die Liebe in Bälde. Unsere Lieblingskarte. Juhu. Entscheide klar, was du willst, damit es jetzt zu dir kommen kann. Also hier kriege ich auch noch mal dieses Gehen, die Verantwortung. Denn wie gesagt, die Sachen passieren nicht einfach so zufällig, sondern es hat auch immer mit dir zu tun, was das Universum dir geben kann. Ja, richte dich da ganz klar aus, was du willst. Also lenk dich nicht ab, wie ich vorhin gesagt habe, indem man mit Leuten abhängt, die einem vielleicht nicht wirklich gut tun und sich zerstreut und irgendwas macht, sondern bleibe ausgerichtet auf das Ziel. Visualisiere den guten Ausgang. Das ist auch, dass du deine Verantwortung da übernimmst. Denn wer soll denn das machen, wenn nicht du? Da kommt keine Mama, kein Papa, die sagen so, jetzt organisieren wir dir mal deine gute Liebesbeziehung, ne? Du kannst ja dich hier irgendwie vertrullern, wir machen das mal. Das wird nicht passieren. Entschuldigung, jetzt habe ich was umgeschmissen hier, mit meinen Händen rumgefuchtelt. Also, ja, du bist diejenige, derjenige, der das machen kann. Es liegt in deiner Hand. Also bleibe klar ausgerichtet. Und du wirst sehr viel Führung von der geistigen Welt erhalten. Und ich krieg auch hier, der Tisch war voll mit lauter Wesen, mit Engelwesen, mit Krafttieren, ja, mit Naturgeistern. Und dieser Baum hier, der hat noch Wurzeln. Also du wirst sehr viel Unterstützung und Kraft bekommen und Anbindung haben und auch wissen, was gut ist einfach. Ja, und Engel Donkel schaut, dass hier die Romantik wieder mehr fließen kann. Jetzt haben wir noch eine Botschaft fürs innere Kind. Artwork. Ja, super. Wir hatten hier schon Kraft und Inspiration und hier haben wir noch das Künstlerische. Also dein inneres Kind, ja, oder deine Engel sagen dir, dass dir das so gut tut, das irgendwie auszudrücken, ja. Zu schreiben, zu singen, zu musizieren, zu tanzen. Wenn du in dieses Kreative reingehst, dann, wie soll ich sagen, dann bist du mehr bei dir, mehr im Jetzt, mehr im Flow, als dieses Gefühl, ich muss auf irgendwas warten. Wann kommt es? Das ist dann nicht da. Du bist dann mehr bei dir. Also künstlerische Betätigung irgendeiner Art tut dir so gut. Vielleicht möchtest du mal wieder malen. Mandala malen gibt es ja jetzt auch im Buchladen ganz viele Bücher schon für Erwachsene, dass du Mandalas malst, was auch immer das ist. Oder du kommst zu uns und wir machen ein Vision Board. Auch das ist sehr kreativ, fällt mir jetzt gerade ein. Genau, das macht auch Spaß. Da schnibbeln wir und kleben und malen und schreiben. Und wir haben Glitzer auf den Vision Boards. Ganz wichtig. Ist auch immer bei den Kindern sehr beliebt. Beim Yoga, wenn wir irgendwas machen, brauchen wir immer viel Glitzer. Okay, also, ja, drücke dich künstlerisch aus. Das tut dir auf jeden Fall sehr gut.
besser als dich zu zerstreuen mit etwas, was dir nicht wirklich zu deinem Ziel zuträglich ist. Schauen wir bei deinem Gegenüber rein, welche Energien da fließen. Bin ich mal gespannt. Erste Karte. Sprich die Sprache der Liebe. Die Karte ist so süß, weil da ist so ein kleiner Drachen in der Blume. Und die schauen den beide an. Ja, liebevolle Worte haben die Kraft, Leben zu verändern, auch deines. Also die geistige Welt sagt, dein Gegenüber darf einfach mal wieder die Liebe ausdrücken. Ja, egal ob ihr redet oder nicht, es wäre irgendwie schön, es zu schreiben, zu sagen, Sprachnachricht, irgendwie zu kommunizieren, wie wichtig du deinem Gegenüber bist. Denn das Schöne ist, dass auch dein Gegenüber davon profitiert, wenn man sich traut, in diese Liebesschwingung hineinzugehen. Ja, auch die Verantwortung zu übernehmen. Ja, ich fühle ja die Liebe. Dann drücke ich sie auch aus. Ja, dann gebe ich der Sache einen Ausdruck. Ja, sehr, sehr spannend. Vielleicht konnte dein Gegenüber das bisher nicht so sagen. Auch diese Worte, ich liebe dich, zu sagen. Ja, das ist ja auch immer so ein Schritt. Oder man kann es natürlich auch anders umschreiben, wenn man an dem Punkt noch nicht ist. Ja, dass man einfach sagt, du bewegst mich, du berührst mich, du bist der Mensch, der mich am meisten sieht, wer ich bin. Was auch immer, das wäre so schön, wenn dein Gegenüber jetzt diese Energie folgt, die gerade hier gegeben ist für uns. Ja, Engel Donkel wird sich anstrengen, deinem Gegenüber dazu zu reden. So, dann schauen wir mal die nächste Karte an. Herausforderung ist die Andersartigkeit. Ja, also passt auch zu der Karte, dein Gegenüber könnte anders sein, als dein gewöhnlicher Liebespartner so immer war. Also vielleicht seid ihr beiden sehr unterschiedlich. Ja, vielleicht verunsichert es immer mal wieder dein Gegenüber. Oder vielleicht empfindet sich dein Gegenüber als sehr unterschiedlich von dir. Auch das kann sein, dass es das Gefühl deines Gegenübers ausdrückt. Vielleicht habt ihr einen Altersunterschied, einen Religionsunterschied. Vielleicht habt ihr unterschiedliche Dialekte oder ein unterschiedliches Auftreten. Jedenfalls ist das immer wieder mal eine Herausforderung und berührt auch die Ängste. Also diese blauen Karten hier sind immer ein bisschen mit Ängsten behaftet, ja. Aber schön ist, wenn sie kommen, dass man das jetzt sozusagen anschauen will. Hier heißt es, ich nehme mir Zeit mit meinem Geliebten und spreche mit ihm auch über unsere Unterschiede. Wir teilen uns ehrlich und respektvoll mit, welches unsere größten Reibungspunkte sind und welche Gefühle dies in uns auslöst. Ja? Ich verzichte bewusst darauf, meinen Partner verändern zu wollen und unterstütze ihn in seiner Treue zu sich selbst. Gleichzeitig zeige ich klar und mutig meine Grenzen. Ich spreche aus der Liebe zu mir und öffne mich für eine stimmige Lösung zum Wohl aller Beteiligten. Also da habe ich jetzt hier auch das Gefühl, dass da mehr Akzeptanz kommt und die Ängste einfach vielleicht bewusst gesehen werden und sozusagen man sich denkt, ja, vielleicht hat einer von euch ein Auftreten, was den anderen mal schnell verunsichern kann. Dass man einfach sagt, Mensch, wenn du das und das machst oder sagst oder dich zurückziehst oder 3 Tage dich nicht meldest, dann weiß ich gar nicht, was los ist. Dann bin ich verunsichert. Und das kann ja sein, dass das bei dem anderen überhaupt gar nichts bedeutet. Dass man es aber einfach zur Sprache bringt, ja. Was passiert, wenn das und das ist. Und das kann ja auch schon wieder eine Verbindung herstellen, wenn man das kommunizieren kann. Das ist sehr schön und ich hoffe, dass dein Gegenüber es kommuniziert. Und wenn du jetzt hier zusiehst, dann weißt du auf jeden Fall, das ist da und kannst ja mal schauen, wann könnten denn so Situationen sein, wo dein Gegenüber vielleicht verunsichert ist. Weil meistens beschäftigst du dich vielleicht mit deiner eigenen Unsicherheit, aber ich kann dir sagen, dein Gegenüber ist es auch. Er ist auch verunsichert. Okay, jo, dann schauen wir die nächste Karte an. Trennung kommt hier. Dein Gegenüber leidet hier unter dem Gefühl, dass man sich getrennt fühlt. Oder ihr habt gerade einen Cut gemacht und dein Gegenüber leidet darunter. Ja, also du wirst jetzt am besten wissen. Es kann sein, dass dein Gegenüber sehr weit weg ist von dir. Dass er im Ausland ist, dass ihr eine Fernbeziehung habt, dass es sich einfach wie getrennt anfühlt. Das gibt es auch, wenn man zusammen wohnt, dass es sich einfach anfühlt wie der andere ist auf dem Mars, ich bin auf der Venus. Ja,
grüß Gott mal nach drüben, ne? Also, und wie unterschiedlich ist man, wie tickt man, ne? Da gibt es ja auch dieses Buch mit dem Mars und der Venus, was ja eigentlich so ein Männer-Frauen-Ding ist oder so ein Menschen-Ding, dass man einfach denkt, was sagt der andere, was meint er? Und vielleicht geht es dem anderen genauso mit dir. Hier fühlt man sich getrennt und das verunsichert einen immer wieder, ja? Also für dich wichtig, bleib klar ausgerichtet, setz es künstlerisch um, bei deinem Gegenüber sind noch Ängste am Wirken, man fühlt sich schnell wie getrennt. Also das ist sehr spannend, aber die Liebe ist auch da. Es sind jetzt eher zwei negative Karten, da kommt mir eher vor, als wenn dein Gegenüber doch mehr in der Ängstlichkeit ist als in der Selbstsicherheit. Und vielleicht ist es gut für dich zu wissen, dass es einfach derzeit so ist und das Selbstbewusstsein auch vielleicht nicht das Beste ist, ja. Und was hattest du denn hier noch für eine Karte? Du hattest den Selbstwert und die Inspiration. Also du wirst auch inspiriert. Vielleicht wirst auch du inspiriert, die Liebe irgendwie auszudrücken. Und vielleicht möchtest auch du sagen, ich liebe dich. Vielleicht ist auch das etwas, was dir gerade gut tun würde, wenn du was ins Rollen bringst, ins Fließen bringst. Je nachdem, wenn du immer die Person warst, die gemacht hat und getan hat. Und je nachdem, was deine Inspiration dir sagt. Wenn deine Inspiration sagt, geh du einen Schritt auf deinen Partner zu, dann kannst du das ja jetzt tun. Wenn deine Inspiration sagt, ja, spür da einfach rein, du wirst sehr klar geführt. Ich lege jetzt zwischen euch beide ein Engel. Und wie gesagt, weiß ich nicht, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dein Gegenüber sich trennen will, sondern dass er sich von dir sehr getrennt fühlt. Egal, ob ihr nahe zusammen seid oder euch häufig seht oder nicht, man hat das Gefühl, man fühlt sich getrennt. Ja? Also da ist vielleicht innerlich auch einfach viel getrennt und vielleicht kann der Engel Donkel da auch ein bisschen noch nachhelfen und auch diese ganzen Tiere, die da am Tisch sitzen, mal zu deinem Gegenüber gehen und einfach sagen, dass alles verbunden ist, jederzeit und dass da keine Trennung existiert. Vielleicht braucht dein Gegenüber auch dieses Ja zu sich, dieses Ja fürs eigene Leben, für den Selbstwert. Genau, denn die übergeordneten Karten sind immer für alle da. Ich mische jetzt noch und ziehe einen Engel, der zwischen euch liegt und euch verbinden darf und mit euch beiden arbeitet. Und du wirst ja selber wissen, was da bei euch vorgefallen ist oder nicht und wo ihr steht. Ihr habt beide Prozesse, vielleicht redet ihr bald auch darüber und könnt es irgendwie ausdrücken. Vielleicht kannst du es auch eher malen oder in ein Musikstück packen, je nachdem, wie du dich ausdrückst. Vielleicht hilft dir das auch, das ins Fließen zu bringen und zu kommunizieren, wie es dir geht. So, hier haben wir den Engel. Lass mich gucken. Nee, da guckt noch einer. Zwei Engel für euch. Es sind zwei. Also, Nummer 1 Engel. Engel für Entscheidung und Neuorientierung. Ich treffe selbst meine Entscheidung, damit nicht über mich entschieden wird. Wow. Das passt, ne? Den hatten wir auch neulich hier schon in der Tagesbotschaft. Also da ordnet sich tatsächlich viel um. Vielleicht ist es wirklich nötig, dass dein Gegenüber mehr so in dieses Aufstehen, in dieses Ja zu sich, in dieses ich will, dass es mir gut geht und ein bisschen mehr für die Liebe sich entscheidet und raus aus den Ängsten geht. Also da wird gerade richtig viel gearbeitet. Das ist auch schön. Da tut sich viel. Dazu kommt der Engel für Reife und Weisheit. Ich komme mehr und mehr an meine innere Weisheit. Wow. Also, es tut sich was. Habt Vertrauen in Bälde, ne? Immer schön klar ausrichten. Dann kann das werden. Alles Liebe wünsche ich für euch. Und freue mich über Feedback, ob das passt, ob ihr euch da gerade wiedergefunden habt. Und genau. Ich kann natürlich auch wirklich, wie gesagt, in Einzelarbeit dann noch euch beraten, ja, weil es so immer hier für sehr viele Menschen ist. Freue mich, von euch zu hören. Dann gehen wir mal zum nächsten. Der Mokaid, wenn du hier bist, schauen wir mal bei dir. So, was sagt denn der Erzengel Gabriel bei dir? Und zwar Reichtum. Du hast die Karte für Fülle, Prosperity. Die Engel sitzen hier im Himmel. Und werfen die Weihnachtsgeschenke runter von der Wolke. Süß. Genau. Deine Aktionen werden in kommender Fülle also resultieren. Also das heißt, du wirst erfolgreich hervorgehen.
Super, also du hast jetzt Ideen, ja, die sind göttlich inspiriert und das wird fruchten, das wird ankommen, das wird zu mehr Erfolg und Freude führen und Fülle nach sich ziehen, ja. Vielleicht triffst du auch gesundheitliche Entscheidungen irgendeiner Art, ja. Vielleicht stellst du was um, ja, hast irgendwie da Eingebung und das kann auch Fülle nach sich ziehen. Also ich kenne das auch aus meinem Leben, wenn du entdeckst zum Beispiel, dass du irgendwelche Nahrungsmittel besser weglässt, die dir eigentlich nicht gut tun, kann es daraufhin dazu kommen, dass du viel mehr Selbstbewusstsein hast und irgendwie Dinge machst, die, wo du vor 3 Jahren noch gedacht hättest, das schaffe ich gar nicht. Ja, weil du irgendwas weggelassen hast, ist jetzt hier vielleicht bei einigen der Fall. Du wirst inspiriert, du wirst geführt. Und es hat schon dieses, ich gehe in meine Selbstverantwortung, ich sage Ja zu mir und trete dann natürlich auch ganz anders auf. Ne? Also das sieht super aus, die Fülle kommt. Vielleicht kriegst du auch sehr viele Weihnachtsgeschenke, weil es hier so weihnachtlich schon aussieht. Weihnachten ist ja jetzt schon bald, ne? Ich will euch nicht die Stimmung verderben, aber in den Geschäften warten ja schon gleich wieder die Schoko-Weihnachtsmänner. Das ist furchtbar. Also, es wird was vorbereitet, was Gutes. Die Fülle ist hier für dich am Kommen. Dann haben wir einen Seelenschmetterling. Ja, was dir gut tut, ist im Hier und Jetzt zu sein. Das hatten wir schon mal im ersten Stapel. Ich entscheide meine Zukunft. Hier und Jetzt. Ich manifestiere. Und dann kannst du dir einen Stift nehmen und einen Zettel. Ich manifestiere. Und kannst mal schreiben. Ja, ich manifestiere mir. Jetzt. Du kannst ja immer nur jetzt manifestieren. Also was dir wirklich hilft, ist dieses im Jetzt sein. Auch zu spüren, was du wirklich willst und auch zu sagen, ich bin das wert. Ich schreibe das jetzt auf. Ich will mich beruflich verändern. Ich will dies, ich will das. Schreib es auf. Genau. Vielleicht spricht dich auch unser Vision Board Workshop an. Weil wir genau das da machen, genau da reingehen, was will ich für mich und traue ich mich das jetzt? Ich weiß zum Beispiel für Frauen, für sehr viele ist es immer auch so ein Schritt, wenn du zum Beispiel Familie hattest und in dieser Mutterrolle warst oder immer in der Ehefrauenrolle bist oder auch einfach nur als Frau ohne Partner, dass du immer ja, dem Außen mehr entsprichst und irgendwann sagst, ich will aber eigentlich das und das ist mein Ding und dafür gehe ich jetzt. Und dass man da den Mut hat zu sagen, ja, ich stehe jetzt dazu, wer, was ich bin und ich mache das jetzt. Das ist so ein großer Schritt im Leben, authentisch zu sein und ja, sich auch keine Gedanken zu machen, was andere darüber denken. Also diese Schritte kennt, glaube ich, jeder. Und ja, sehr wichtig, dieses Ja für dich zu finden und auszusprechen. Und dann haben wir für die Liebe noch eine Entscheidung. Oder eine Karte, entschuldige bitte, eine Karte. Lass dir von deinen Freunden helfen. Bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Also du brauchst vielleicht Hilfe von Freunden. Vielleicht hilft dir das, drüber zu reden. Was ist passiert? Wo stehe ich? Wo steht mein Gegenüber? Wenn Menschen von außen zuhören und man das nochmal, also Menschen, die dir wirklich gut tun, wichtig dabei, nicht Menschen, die das schlecht reden, sondern welche, die wirklich neutral schauen. Kann auch ein Coach, ein Therapeut sein, jemand wirklich Neutrales, dass du dir helfen lässt. Und du wirst auch geführt, welche Personen das sind. Ja? Lass dir helfen. Ja? Vielleicht ist man selbst zu nah dran, sieht den Wald vor Bäumen nicht und sieht vielleicht auch nicht Verbesserungen. Oder je nachdem, wo du stehst, was du für Themen hast, nimm Hilfe an, ja, bitte um Unterstützung und du wirst, wie gesagt, dazu geführt und es wird auch sozusagen erfolgreich werden für dich, wenn du deiner Führung folgst, denn bei dir liegt schon der Erfolg drin, ja, Prosperity, ja, mach dir keine Sorgen, vielleicht dauert es auch noch ein bisschen, ja, weil Weihnachten ist noch nicht und mir kommt hier halt gerade auch dieses Weihnachtsthema. Ich habe zwar keine Zeitkarten in dem Sinne und mag auch so eine Aussagen eigentlich nicht so treffen, aber mir kommt es gerade so ein bisschen rein, dass das mehr so in Richtung Weihnachten gehen kann. Nimm Hilfe an. Vielleicht ist es gerade ein bisschen ruckelig und so. Genau, dann haben wir fürs innere Kind noch eine Botschaft.
dein inneres Kind sagt, du hast immer Kraft und Mut bei dir, ja, Courage and Strength, du bist stark, viel stärker als du glaubst, du kriegst auch hier Krafttiere geschickt, ein Einhorn, ein Pferd ist dabei, dein inneres Kind hat Unterstützung, vielleicht ist es ein bisschen schwierig, du fühlst dich vielleicht manchmal auch einsam und es ist anstrengend, du zweifelst vielleicht an dem Erfolg, bitte richte dich wieder klar aus. Engel Donkel ist auch bei euch und versucht euch zu verbinden, dass das wieder fließt in romantischen Dingen. Du kannst ihn natürlich auch nochmal anrufen und du hast sehr viel von der geistigen Welt an Unterstützung. Schau wirklich, welche Freunde dir unter die Arme greifen können, dich beraten können oder welcher Berater, es gibt ja so viele, dich auch aufbauen kann und dir zeigen kann, wo es lang gehen kann für dich, ne? Kann vielleicht ein bisschen viel los sein innerlich diese Woche. Vielleicht tust du dir was Gutes. Wir hatten auch die Karte Beschenke dich. Was kann dir denn gut tun? Wo kannst du dich besser spüren? Was ist das, wo du sagst, ich bin im Moment? Ne? Wo hat auch mein inneres Kind Selbstvertrauen? Und für manche ist es Sport, für manche ist es Yoga, Meditation. Ja, oder irgendwas Verrücktes, Fallschirmspringen oder so, keine Ahnung, wo du halt wieder an dich glaubst, ja. Die Engel sagen auf jeden Fall, sie sind bei dir, du hast Mut und Kraft, du schaffst das alles. Was auch immer gerade bei dir ist, weiß ich ja nicht persönlich, spürt sich aber ein bisschen an, als ob es nochmal ein bisschen herausfordernd sein könnte in dieser Woche. Ich schaue jetzt bei deinem Gegenüber rein, was da für Energien sind. Also schauen wir mal. Dein Gegenüber, da kommt die Karte, wähle die Liebe, ja, ist wichtig, dass dein Gegenüber sich immer auch klar ausrichtet und überlegt, entscheide ich mich für die Liebe oder für die Angst, also da spüre ich auch so ein, was mache ich denn, und ich gehe in die Verantwortung, ich treffe hier die Wahl, ne, du hast immer die Wahl, was du tun sollst, also ich spüre hier auch so ein bisschen eine Verunsicherung, vielleicht ist auch sehr viel los, dass man nicht weiß, wird das gut gehen, also da schwant einem schon etwas, was man schon mal erlebt hat, da werden alte Knöpfe gedrückt, Trigger angetriggert, wenn man das so sagen kann, ja, also und wichtig für dein Gegenüber, sich immer wieder für die Liebe zu entscheiden. Vielleicht sind auch da Menschen dabei, die nicht immer förderlich sind und die mal reinreden. Weil wir hatten hier die Karte, sortiere mal im Freundeskreis aus und guck mal und so, wer ist denn da noch gut für dich. Aber es gibt ja auch die Seelenfreundschaften, die dich wirklich begleiten, auch über mehrere Leben. Diese gibt es auch. Und es gibt aber auch welche, die immer so ein bisschen in Beziehungen rein sabotieren. Die immer sagen, ah, lass die doch, die tut dir nicht gut. Und vielleicht hat dein Gegenüber da auch jemand, der immer wieder verunsichert. Vielleicht auch noch eine Ex. Oder irgendeine malige Freundschaft. Habe ich jetzt hier das Gefühl, könnte dein Gegenüber immer wieder verunsichern. Manchmal sind das ja auch so Schwiegereltern, ne? Die können auch da mal reinreden, ne? So Mutti, ne? ja, das wirst du jetzt wissen. Also, das ist immer wieder wichtig für dein Gegenüber, sich auf die Liebe auszurichten. Dann haben wir noch eine Karte. Wow, die ist doch super. Ich öffne mich und schenke mich dir. Also das ist hier eine rote Karte, die sind immer voller Leidenschaft. Ich betrachte die Liebesverbindung zwischen mir und meinem Geliebten als ein ganz erstaunliches und wundervolles Geschenk, dem ich mich zutiefst öffne. Immer wieder schenke ich mich ihm ganz bewusst und empfange in meiner Tiefe als die süße und empfange ihn in meiner Tiefe als die süße und kraftvolle Kostbarkeit, die er für mich ist. Indem ich mich einlasse, fühle ich mich selbst zutiefst beschenkt und bereichert. Je tiefer und vollständiger ich mich öffne, desto reicher und erfüllter erlebe ich unsere Liebe. Wow, also das ist auch da. Dein Gegenüber möchte sich öffnen und sich schenken. Ja, nur man muss bewusst wieder wählen oder man darf bewusst sich wieder entscheiden. Denn die Leidenschaft ist schon hier am Brodeln. Also man wartet. Man möchte eigentlich sich verschenken an dich und schöne Zeit miteinander verbringen. Nur mein Gefühl könnte sein, dass da andere Menschen sind, die reinreden. Kommt jetzt hier so klar. Dann haben wir noch eine Botschaft.
Ha. Lass den Ex-Partner los. Passt ja, ne? Die Zeit ist gekommen, deine Energien zu klären. Ja, vielleicht ist man auch nicht ganz im Jetzt. Du hattest ja auch die Karte jetzt. Vielleicht hängt jeder noch so ein bisschen an irgendwelchen Exen herum. Ich finde es immer lustig, an den Exen hängen. Ich sehe dann immer so kleine Reptilien vor meinem inneren Auge. Ja, man hängt so an den Exen herum und vergleicht vielleicht. Und das war doch besser. Oder ja, man trauert irgendetwas noch nach. Also es geht da ums Loslassen, um die Vergangenheit. Vielleicht ist es auch irgendwas Kindheitsmäßiges, vielleicht auch irgendeine Mutter, Vater, Onkel, Tante, die reinreden. Irgendwie Zeit, sich zu klären, denn die Leidenschaft, die Liebe ist groß und sie ist da. Es ist nur so ein bisschen das Gefühl einer Zerstreuung und das ist das, warum du wahrscheinlich das Gefühl hast, ich warte und warte, schaffe ich das, schaffe ich das. Ich rede mit meinen Freunden. Ich brauche Mut, ich brauche Kraft. Wie kommen wir da weiter? Also auch für dich dieses ganz im Jetzt sein, authentisch sein, vielleicht auch sprechen, was romantisch ist. Wie stellst du dir das vor? Entscheide dich bitte klar für mich. Einfach da in die Klarheit gehen und sagen, so ein Rumgeeier auf Jahre kann ich jetzt nicht noch ewig mitmachen, ne? Sondern entscheide dich hier klar für mich oder lass es sein, weil du spürst ja auch, da ist was. Dein Gegenüber spürt es auch. Vielleicht braucht es auch mal klare Worte und den Teil von dir, der sagt, es ist mir so wichtig, das anzusprechen, dass man sagt, ich mache keinen Druck, aber es tut mir ja weh. Und ich warte und warte und du brauchst immer wieder auch Kraft, ne? Und dass dein Gegenüber vielleicht braucht einen kleinen Schubs, das wirst du aber spüren. Das kommt jetzt hier nur so bei mir, das ist so eine Klarheit, auch manchmal im Jetzt gesprochen, ohne Vorwurf, ohne Forderung, einfach nur zu sagen, das ist für mich nicht einfach, diese Gefühle immer wieder. Ja, genau. Also dein Gegenüber darf noch loslassen. Ja, du wirst das spüren, wann, was und ob es richtig ist zu sprechen. Vielleicht bei einigen ist eine klare, offene Aussprache hilfreich. Okay, ich lege euch auch noch hier ein Engelchen dazwischen. Schauen wir mal, wie viele mich anschauen, die zwischen euch arbeiten, die euch verbinden. Gut, dass wir heute die Engel dabei hatten hier. Die brauchen wir diese Woche echt, habe ich das Gefühl. Ist ja hier wieder mal herausfordernd in einigen Fällen hier. Aber trotzdem finde ich gut, weil ich wirklich spüre, wie ihr immer mehr zu euch kommt. So, dann schauen wir mal nach. Welcher Engel mag da mal kommen? Hier haben wir einen. Und hier haben wir auch einen Engel. So. Also. Numero uno ist der Engel für Veränderung und Verwandlung. Ja? Also euch verwandelt sich jetzt tatsächlich was. Alles im Leben ist Veränderung. Es passiert was. Hab Vertrauen zu dem, was sich gerade wandelt. Ja, vielleicht geht was Altes raus, vielleicht kriegst du eine neue Klarheit. Vertraue dem Prozess. Ja, alles im Leben ist in Veränderung. Auch die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist noch nicht da. Jeder Moment ist neu. Ne? Die nächste Karte. Engel für Wohlstand und Fülle. Du hast zweimal Fülle. Also das kann nur gut werden. Das ist nur gut, was bei rauskommt. Engel für Wohlstand und Fülle. Ich lasse es zu, dass mich das Leben reich beschenkt. Engel für Wohlstand und Fülle. Ja, sehr gut. Einmal werfen die Engelchen die Geschenke aus dem Himmel raus. Und dann hast du noch den Wohlstand für Engel und Fülle. Also mit euch beiden, da passiert jetzt was. Da geht es in Veränderung. Ja, die Fülle ist zweimal da, von daher hab Vertrauen. Ja, ist ganz viel Unterstützung. Ihr Lieben, sehr, sehr schön. Ich freue mich auch hier bei dir, hier über Feedback, ob das passt, wie deine Woche war, wo ihr da steht, ob das gerade tatsächlich so ist, ob da noch eine Mutter, eine Schwiegermutter, eine Ex, ja, einfach mitmischen, die jetzt vielleicht mal raussortiert werden. Genau. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Freue mich über eure Kommentare und über, ja, auch die kommen in die Workshops.
Und nächsten Dienstagabend, vielleicht möchte noch jemand dabei sein, freue ich mich auch. Und ja, danke auch fürs Teilen der Videos, fürs Liken. Und die Glocke, wie gesagt, muss man ab und zu wieder neu aktivieren, weil YouTube da was geändert hat. Ihr Lieben, dann sage ich danke, eine schöne Zeit. Satnam, macht's alle gut. Möge Engel Dunkel euch alle führen.